Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute mal wieder eine One Piece Theorie. Und zwar geht es um den One Piece Film Gold, wovon ja vor einigen Tagen der Trailer erschienen ist. Ich verlinke euch den nochmal unten in der Beschreibung, falls ihr den nicht gesehen habt. Schaut den auf jeden Fall erst und kommt dann wieder zurück zum Video, weil sonst ergibt das Video für euch vermutlich eher weniger Sinn. Und zwar geht es darum, dass der neue One Piece Film natürlich nach dem Timeskip spielen wird und dort Ruffy auch Gear 4 drauf haben wird, beziehungsweise er hat Gear 4 halt im Repertoire und der Gegner wird vermutlich schon ein stärkerer Gegner sein, weswegen wir vielleicht und davon ausgehen können, dass er Gear 4 benutzen wird. Bevor ich jetzt zur Theorie komme, warum er eine neue Gear 4 Form hat, können wir natürlich sagen, dass dieser Antagonist ziemlich stark sein wird, denn er hat die Goldfrucht und damit kann man schon einiges anstellen. Im Trailer hat man auch schon viel gesehen, das heißt, er kann sogar seine Frucht erwacht haben, wenn man richtig hinschaut und dementsprechend wird es ein äußerst starker Gegner sein und man sieht im Trailer schon, dass Ruffy quasi auch sein Hauptgegner ist, heißt also, da kommt nicht Zoro oder so und besiegt den Antagonisten, sondern wir können schon fest davon ausgehen, dass Ruffy derjenige sein wird, der gegen den Antagonisten dort kämpfen wird. Und ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, eine neue Gear 4 Form zu sehen, denn Ruffy hatte nach dem Timeskip quasi direkt schon Gear 4 erlernt, also nicht wie Lysop zum Beispiel erst in Dressrosa eine Fähigkeit oder so, sondern er hatte Gear 4 schon die ganze Zeit, aber brauchte es noch nicht einzusetzen. Und dieser Gegner hat vermutlich die Goldfrucht und diese auch noch erwacht, also er hat die Goldfrucht, das ist bestätigt, aber er hat die Frucht vermutlich auch erwacht und er kann das Gold enorm krass manipulieren. Also man hat ja gesehen, dass das Gold teilweise so flüssig ist, dass es wie Wasser wirkt, mehr oder weniger. Und nicht nur das, er kann das Gold auch so dicht machen bzw. so manifestieren, dass er damit ganze Gebäude bauen kann. Und das heißt, dass das Gold allein durch seine Frucht viel fester ist als normales Gold oder viel flüssiger ist als normales Gold, da er das Gold quasi selbst ist. Also er kann es selbst erzeugen und dadurch kann er die Dichte und die Härte viel mehr variieren, als wir es im wirklichen Leben uns vorstellen können. Das heißt, er hat ein äußerst hartes Material und wenn man sich zurück an den Skypiea-Arc erinnert, wissen wir ja auch, dass Ruffy dort eine Goldkugel an der Hand hatte und diese konnte er ja nicht einfach so mal kaputt machen. Und musste diese dann quasi mit benutzen in dem Kampf. Jetzt haben wir allerdings die Möglichkeit, dass Ruffy mit Gold umzogen wird und dieses Gold zerbricht. Denn wir haben in dem Film gesehen, dass die Strohhüte mit dem Gold gefangen genommen wurden und sich auch zu Gold verwandelt haben, beziehungsweise mit Gold überzogen wurden. Und dieselbe Thematik kann ja auch als Attacke gegen Ruffy genutzt werden, selbstverständlicherweise. Und gehen wir mal davon aus, dass ja Ruffy quasi den Kampf erstmal bestreitet und dort auf einmal von Gold gefangen genommen wird und von Gold überzogen wird. Und jetzt ist er natürlich nach den Timeskip, nicht so wie vor den Timeskip, in der Lage, dieses Gold zu zerbrechen, heißt also mit Gear 4. Und dort hätten wir dann die Möglichkeit, quasi ein goldenes Gear 4 zu sehen und dort eine vielleicht neue Form, denn wir wissen ja, dass er auch auf der Insel, wo er trainiert hat mit Rayleigh, neue Attacken gelernt hat, die wir noch gar nicht gesehen haben, heißt also, das könnte man perfekt nutzen, zumal der Film ja auf dem Schiff spielt und dort andere Attacken viel nutzvoller werden, denn wenn er dort die King Kong Gun benutzen würde, dann würde das Schiff vermutlich untergehen und ja, darunter ist natürlich Wasser, heißt also, da hätte Ruffy jetzt auch nicht so den Vorteil von. Es sei denn, sie haben natürlich die Sunny dort direkt vor Ort und könnten danach weg. Aber man müsste sich vielleicht eine andere Attacke überlegen und das wäre auch eine Möglichkeit für eine neue Gear 4 Form. Dann noch die letzte Möglichkeit, warum es einen goldenen Ruffy geben könnte, ja. Und zwar gibt es ja die Theorie, dass Roger ein goldenes Haki hatte. Die Theorie gab es schon öfter so in Foren oder auch auf YouTube und so, könnt ihr mal eingeben. Aber darauf möchte ich jetzt nicht so eingehen. Es geht halt einfach nur darum, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit ist, dass das Haki nämlich golden dargestellt werden, denn die Goldfrucht, also Film Gold ist ja auch golden dargestellt, heißt also, das basiert wieder auf die Farbe und in den Film Z und in den Film Strong World oder so, nee, in Strong World nicht, aber in Z und so, wurde das Haki auch in einer anderen Farbe dargestellt, heißt also, es wäre nicht unwahrscheinlich, dass man dort das Haki auch in einer anderen Farbe darstellt und so haben wir die Möglichkeit, eine neue Gear 4 Form zu sehen, heißt also, ich möchte jetzt nicht sagen, ja, Ruffy wird ein komplett neues goldenes Haki raushauen oder so, ich möchte nur sagen, dass Ruffy vermutlich uns eine neue Gear 4 Form präsentieren wird oder wir zumindest die ein oder andere neue Technik sehen können, beziehungsweise erwarten können, denn es ist quasi dieselbe Szenerie wie bei der Fischmenscheninsel und Three Days to Years, heißt also gegen Body World hat er ja schon das Red Hawk gemacht, aber man hat es eigentlich erst viel später auf der Fischmenscheninsel gegen Hordy Jones gesehen, wenn man nach der Timeline gehen würde und hier wäre es dann quasi dieselbe Thematik, heißt also, es ist möglich, dass Ruffy Gear 4 schon vor Dressrosa eingesetzt hat, denn der Film wird logischerweise nicht nach Dressrosa spielen. Ich hatte auch erst die Vermutung auf Maliks Kanal, also auf Akatas Kanal, da haben wir auch über den Film gesprochen, dass der Film hoffentlich nach Dressrosa spielt, aber das ist ziemlich ausgeschlossen, da ja die Gruppe getrennt war, heißt also Sanji und so, die waren ja gar nicht da und dann geht das natürlich nicht und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass es vor Dressrosa spielt, aber Ruffy hatte ja dort auch schon Gear 4 drauf, heißt also, das wäre eine Erklärung, das würde auch erklären, warum Zoro und Lysop keinen Kommentar zu Gear 4 abgegeben haben, obwohl sie es eigentlich gesehen haben, das würde das auf jeden Fall sehr, sehr gut erklären. Also, was haltet ihr von der Theorie, dass Ruffy
Ruffy Gear 4 in den Film Gold einsetzen wird und wird es einen goldenen Ruffy geben. Also es wird auf jeden Fall eine andere Designentscheidung geben im Sinne des Films. Davon kann man fest ausgehen. Aber glaubt ihr, dass Gear 4 in Film vorkommen wird oder könnt ihr es gar nicht vorstellen? Schreibt das mal in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Ciao.